Vortrag heute Abend wird über Internet-Scanning sein und wie man selber eine Internet-Service-Provider wird, also ein Internet-Zerführungssteller. Hallo, willkommen zum Vortrag Internet-Scanning, Herausforderungen und neue Herangehensweisen. Ich arbeite mit Internet-Scanning und mein zweitliebstes Projekt sind das Hacken von Industrial-Control-Systemen in Kontrollsystemen für Industrieanlagen und ich habe da Probleme gefunden und ich war bei der Black Hat USA, habe dort darüber geredet, wie man Industrial-Control-Systeme im Internet findet und wie man sie übernimmt. Und ich habe auch etwas bei anderen Konferenzen veröffentlicht. Was ist die Idee hinter dem Vortrag, wie man die Infrastruktur für das zum Scannen des Internets aufsetzt? Mein Problem war, dass Shodan.io die Rohdaten nicht gratis zur Verfügung stellt und als Forscher möchte man die Rohdaten haben. Vielleicht sind da Fehler oder kleine Fehler in den Daten, das baut auf. Außerdem hat Shodan.io keine klaren Schnappschüsse vom Internet darstellt. Sie scannen das Internet, aber sie löschen die alten nicht weg. Neue Informationen kommen hinzu, aber die alten bleiben drin. Wenn wir dynamische IP-Adressen anschauen, dann haben wir einen Server mehrmals in diesen Datenbank. Und das bedeutet, dass wir keine sauberen Daten haben. Census.io ist auch sehr gut. Sind jetzt ein Startup, das heißt, es gibt immer noch die Rohdaten nicht mehr gratis und sie haben auch Inkonsistenzen in der Datenbank, die ich später beschreiben möchte. Außerdem müssen wir darüber denken, dass Menschen, die diese Plattform laufen lassen, sie wissen, wonach wir suchen. Und die Frage ist, was machen sie mit diesen Daten? Zweitens, wer hätte vielleicht Interesse daran, was wir suchen? Und darum ist es besser, das Internet selber zu scannen. Hier ein Beispiel von Shodan. Hier Telnet. Shodan sagt, wir haben 4.800.000 Hosts. Andere sagen, dass es ungefähr 3,1 Millionen sind. Unsere eigenen Scans zeigen, dass wir Man kann erkennen, dass Shodan sehr viele Systeme in ihrer Datenbank hat und deswegen wir davon ausgehen, dass sie einfach keine sauberen Scans des Internets bereitstellen. Man sieht sehr oft, wenn man das dann selber scannt, dass die gar nicht erreichbar sind. Und im nächsten Fall sieht man, dass hier weitere Inkonsistenzen sind. Ich frage hier, gib mir alle HTTPS-Hosts, die auf Port 443 reagiert haben. Und ich habe dasselbe mal schon mal gemacht. Und das wird jetzt mit einem Statuscode, also mit dem HTTP-Statuscode, um zu sehen, wer wirklich antwortet. Und man braucht den Statuscode, um einen vollen HTTPS-Handshake kriegen. Und eigentlich sollte das dasselbe sein, aber da sind 6 Millionen Unterschied zwischen 41 und 35 Millionen. Das zeigt, dass es deutliche Inkonsistenzen gibt und deswegen kann ich die auch nicht ernsthaft verwenden für meine Forschung. Aber ich habe auch keinen Zugang zu den Rohdaten. Und am Anfang des Jahres gab es ein anderes Projekt, das hieß Packetel. Das waren ein paar andere Forscher, die gesagt haben, man kann einfach das Internet scannen mit einem Mass-Scan. Braucht ungefähr 2 Stunden und dann geben wir es dann alle raus, umsonst raus. Und das Problem ist, dass sie dann bei Spam-Networks ein Problem hatten. Dann werden sie als Botnet identifiziert, weil sie einfach so viele Pakete rausschicken. Und
Packertel. Because das Problem führte dann zu Packertel. Ihr ISP hat sie dann rausgeworfen. You cannot scan anymore. Ihr könnt nicht einfach mehr scannen und dann gab es noch ein paar weitere Geschichten, die sich dann so ergeben haben. Also zum Beispiel haben sie Spamhost versucht anzunerven und am Schluss wurden sie dann gedost und dann wurde ihr Service einfach abgeschaltet. Also der Talk soll jetzt darum gehen, wie man eine Infrastruktur aufsetzt, die für große Scans, Massenscans im Internet eignet. Ich bin meistens interessiert an relativ exotischen Dingen, zum Beispiel BGP oder autonome Systeme. Und die Idee ist jetzt, darüber zu reden in diesem Vortrag, wie wir dieses Framework aufsetzen müssen. Also das Erste ist, wie wir das Ganze richtig scannen und das Zweite, wie wir die Ergebnisse richtig interpretieren müssen. So, was ist jetzt die Historie dazu? Unser erster Ansatz war, nimm einen sehr schnellen Scanner und lass ihn einmal über das gesamte Netz laufen lassen von einer einzigen IP. Aber die Idee ist natürlich sehr schlecht, weil man wird relativ schnell blockiert werden und du kriegst eine Menge Abuse Notifications an deinen ISP und dann bist du im Prinzip schon weg vom Fenster. Dann war die Idee, nimm einfach 20 virtuelle Server, vielleicht global verteilt für $4 to $10 pro Monat. Die Resultate dürften besser sein, aber du hast immer noch das Problem, dass du einen Haufen Abuse-Nachrichten an deinen Provider erleben wirst und dann müssen wir uns immer wieder neue V-Server suchen und wir werden rausgeworfen werden, genau wie das mit Packetel versucht ist. Die Idee war dann als nächstes, wir holen uns einen /29v4 Adressblock von unserem ISP, dann machen wir den eigenen WhoisDB-Eintrag mit einer speziellen Abuse-Adresse. Aber das Problem ist, dass manche Abuse-Nachrichten nicht nur zu dem Mail-Kontakt gehen, sondern auch zu dem Maintainer, also zu deinem ISP. Und dann hast du immer noch das gleiche Problem, dass die Abuse-Messages und dass das Blocken unserer Pakete weiterhin passieren wird. Also am Ende haben wir immer noch Probleme und nicht wirklich was gelöst. Wir haben einen Haufen von unseren Abuse-Messages selber gehandelt, aber es war letzten Endes zu kompliziert und hat auch nicht zum Ziel geführt. So, dann war die letzte Idee war dann noch, wir machen einfach unseren eigenen ISP auf. Das heißt, wir wurden ein RIPE-Mitglied und haben unser eigenes autonomes System aufgemacht und ein eigenes /22-Netzwerk gekriegt. Kostet ungefähr €2,000 im Jahr für das Sign-up und dann nochmal 1,400 pro Jahr für die Mitgliedschaft. Dann haben wir uns zwei verschiedene Kolos gesucht, also Räume bei einer Internetanbindung und nochmal ein /29, kostet uns ungefähr €350 im Monat. Dann benutzen wir Auto-Replies für unsere Abuses-E-Mails. Wenn sie von uns genervt werden, dann schicken die an den, da kriegen sie automatisch eine Antwort, mit der wir erklären, was unser Forschungsansatz ist und warum wir das machen. Und das Ergebnis war, dass die Abuse-Nachrichten sich auf ungefähr 90% reduziert haben und die Anzahl der Listungen auf einer Blacklist sind auch massiv runtergegangen, auch ungefähr um 90%. Das heißt, 1000 IP addresses for source addresses for scanning works really good. Wir haben 1024 verschiedene, also 1/24 benutzt und das war eine wirklich gute Idee, um das Ganze zu verteilen. Wir sagen im Prinzip meistens 000/0, also das ganze Internet. Dann müssen wir gucken, was für einen Scan-Algorithmus wir verwenden und dann nehmen wir den ganzen IPv4-Adressraum, machen kleine Teilchen daraus und geben jede dieser kleinen Pakete an irgendwie Knoten im Cluster, die das dann ausführen und den Scan auf diesen IPs durchführen.
Und das Problem hier ist jetzt, wenn jetzt Suchknoten fehlschlagen und wenn das Paket, an dem sie gearbeitet haben, muss dann nochmal zugewiesen werden durch den Scanmaster an einen anderen Knoten. Das ist ein Rückfall, also ein Backup, das wir haben, weil Leute, die ZMAP das viel verwenden, merken, dass das manchmal schief geht und dann muss man zurücklaufen und dann muss man den Kommando selber rausfinden und nochmal ausführen und das ist ziemlich kompliziert. Und wenn wir unsere globale Infrastruktur aufsetzen wollen, dann brauchen wir einen Scanmaster, der das alles für uns macht, sodass wir dieses Recover nicht selber durchführen müssen. Und der Suchcluster, den wir haben, der besteht aus verschiedenen Bestandteilen, die beide in der Colo sitzen. Also das erste ist der Suchscanner, der das aus dem Internet zieht. Dann haben wir einen App-Scanner, das ist ZGrab, den wir ein bisschen verändert haben. Und die ganze Daten, die wir dann haben, geht dann am Schluss zum Aggregator, der dann prüft, wenn ein Suchknoten fehlschlägt und ein anderer das holt, dann kann es passieren, dass man manche Ergebnisse mehrfach hat. Der Aggregator muss das dann rausfiltern und muss darauf achten, dass man nicht mehrere Dinge in der gleichen von dem gleichen Netz im Ergebnis hat. Und das ist aber natürlich noch nicht genug, weil man muss ja auch noch die Ports auflisten, die ganzen Applikationen, die darauf laufen, und das muss man alles anreichern. Und dazu benutzen wir auch eine Whois-Datenbank. Das heißt, wir fragen ab, Whois, wer ist 8.8.8.8, und dann kriegt man halt das Ergebnis der Anfrage, wem gehört dieses AS, das ist in dem Fall Google. Und dann kann man auch noch rausfinden, wie Version ist und GeoIP, also rausfinden, was ist der Hostname, wo ist es. Dann kann man gucken, welche ISIS gehören dazu und welches BGP-Routing liegt da an. Und für diese Storage-Lösung haben wir am Ende Elasticsearch benutzt. Das ist mit die beste, die ich bisher gesehen habe. Wir haben riesige Datenmengen da reingepumpt, das ist überhaupt kein Problem. Und das ist im Moment, was die suchen, die wir im Moment unterstützen. Wir haben offensichtlich einen Fokus auf industriellen Protokollen, aber wir haben auch ein paar andere, die ZGrab einfach nativ unterstützt. So, jetzt ein paar Zahlen und auch ein paar Einstellungen. You really know it. IP addresses we have. Wir haben ungefähr 4,3 Milliarden IP-Adressen, also IPv4. Und nur 2,8 Milliarden IP-Adressen sind überhaupt nur in der Routing-Tabelle. Das heißt, man kann 35% weniger SYN-Pakete schicken, als man sonst müsste, um das erstmal zu durchsuchen. Das heißt, wenn man diese Informationen, was davon überhaupt nicht routbar ist, reduzieren kann, dann kann man das sofort ausschließen. Wenn man nicht einfach sinnlos rausbläst, dann kann man sich einen Haufen Arbeit sparen. Der ist zum Beispiel auch kein Sinn darin, dass man irgendwie private Adressen abfragt. Das kann man natürlich lassen. Aber jetzt muss man sich überlegen, ein SYN-Paket ist ungefähr 70 Byte groß. Das heißt, mal 2,8 Milliarden IPv4-Adressen ist nur für den SYN-Scan braucht man schon 200 Gigabyte Daten. You will send into the internet. But the interesting point. Aber das Interessante daran ist, that you will at the maximum get only reply from 2% of all. Man wird wahrscheinlich nur 2% Antworten darauf kriegen. Maximal. Das ist das meistgenutzte Protokoll im Internet ist HTTP. Das sind ungefähr 56 Millionen Hosts. Durch 2,8 Milliarden. Das heißt, man hat eine maximale Hitrate von 2%. Das heißt, 98% aller SYN-Pakete ist einfach nur Overhead und fliegt raus. Jetzt ist die Frage, muss man ein oder zwei SYNs machen? Wir haben es ausprobiert und zwei SYNs macht keinen großen Unterschied, weil fast nichts sich ändert dabei. Perspective. You maybe receive some better results, du kriegst vielleicht ein bisschen bessere Ergebnisse, you are able to receive worse results. Aber in manchen Fällen, wie bei SSH, ist es sogar so, dass es schlechter wird.
So, and also compared to Census, you can see that the wenn ihr das jetzt vergleicht mit Census, seht ihr, dass unsere Ergebnisse relativ identisch sind mit deren. Das heißt, unser Setup funktioniert im Groben. Das heißt, wir haben mehr Source-Adressen als die, weil wir einen /23 verwenden statt einem /24. Man muss dazu sagen, Census lässt deutlich mehr scannen, das heißt, sie sind wahrscheinlich auf mehr Blacklists, also daher kommen auch unsere besseren Ergebnisse her. So, jetzt ist die Frage, wie geht es mit der Geschwindigkeit weiter, was ist unser Durchsatz? Wir haben ungefähr 70 Mbit pro Sekunde, die wir raushauen können, das heißt, wir brauchen 6 bis 7 Stunden pro Scan. Wir scanning with scan speed approximately 70 Mbit, taking 6 to 7 hours. And, was passiert jetzt, wenn ich jetzt von einer Adresse rausschicke, was jeder kann, dass ich von einer aus scanne, dann macht der Scan zwar 2 Stunden schneller, aber dann wird durch die Blacklisting und andere Faktoren dein Ergebnis so viel schlechter werden, dass dir ungefähr ein Drittel wegfällt. Ein paar Ideen. Stellen wir uns mal vor, es gibt einen neuen Remote-Exploit Zero Day auf der Erde. Und wir wollen das Internet sehr schnell, sehr häufig scannen. Also jetzt nicht jede Woche, sondern jeden Tag oder alle 10 Stunden oder alle 20 Stunden oder sowas. Dann ist eine sehr gute Idee, dafür zu sorgen, das Internet einmal zu scannen und dann die Bereiche, wo mindestens ein Haus drin ist, also die Internetbereiche, wo ein Haus drin ist, nochmal scannen. Das spart 25-50% der IP-Adressbereich und des Scan-Times. Also ich nenne das BGP-Präfix Hitlist. Es ist hier veröffentlicht. Schaut es euch an, wenn es euch interessiert. Es ist sehr interessant. Next problem was we are our own ISP. Das nächste Problem, wir sind unsere eigenen Internet Service Provider und auf einmal kam dann die Polizei und sagt, oh, ihr macht so komische Sachen. Und sie haben gefragt, wer ist der Besitzer von dieser IP-Adresse? Wer benutzt diese IP-Adresse? Und dann, weil wir unsere Internet Service Provider sind, und dann haben wir das bekommen, und dann haben wir mit denen angerufen, nein, wir sind die Besitzer der IP-Adresse und wir benutzen sie für Internet-Scans. Und sie haben Angst, weil normalerweise darf man nicht selber informiert werden, dass man einen IP-Adressenbereich bekommt. Und dann haben wir gesagt, hey, wir sind IT-Sicherheitsforscher, wir machen gute Sachen, wir informieren die Leute darüber und wir veröffentlichen und wir haben, das war kein Problem. Aber im ersten Moment habe ich diese E-Mail gelesen und so, das war sehr, sehr interessant. Hardware-Setup. Es ist sehr wichtig, wenn wir viel Internet-Scans machen wollen, unterschiedliche Prozesse und die Daten aufreichern wollen. Die Menge der Daten ist ziemlich unterschiedlich, aber es sind ziemlich große Nummern. Ein einzelner Scan sind 700 GB, HTTP sind 300 GB und Telnet sind einfach nur 2 GB an Daten. Also haben wir einen großen Server gekauft, der einen AMD EPYC 7551 hat. Wir haben 2 von diesen CPUs, 1 Terabyte Arbeitsspeicher. Wir benutzen 40% von diesem Arbeitsspeicher für die Elasticsearch und den Rest für Caching. Und dann haben wir 40 Terabyte SSD-Daten, die Daten, die nicht im Arbeitsspeicher liegen müssen, auf den SSD liegen. Wir haben viel I/O-Interaktionen. Dann haben wir das Ganze auf einem RAID mit 0, damit es einfach schneller wird. Und damit wir es besser speichern können, also Langzeit speichern können und es runterkopieren, da haben wir 27 Terabyte Festplatten, die in einem RAID 5 laufen. Also, unser erstes Problem war, als wir unseren Server bekommen haben, haben wir Hardtop gestartet und wir konnten unsere Prozesse nicht sehen, weil wir hatten so viele CPUs und die hatten Hyperthreading, das heißt 128 CPUs und wir mussten uns erstes Mal überhaupt anschauen, wie wir HTOP konfigurieren können, um unsere ganzen Prozesse sehen zu können. Außerdem, nächster interessanter Punkt, Elasticsearch hat auch
muss auch ein bisschen angepasst werden oder konfiguriert werden. Die meisten Menschen machen einen riesigen Fehler. Sie haben viel Arbeitsspeicher und sie machen nur eine Elasticsearch-Node oder Knoten. Wenn der Knoten mehr als 26 GB Arbeitsspeicher allokiert, dann benutzt die virtuelle Maschine 64-Bit-Pointer anstelle von komprimierten 32-Bit-Pointer. Java macht da Marquis und wenn Sie jetzt die 64-Bit-Pointers benutzen, dann dauert jeder Pointer-Laden zweimal mehr Bandbreite, weil die 64-Bit-Pointer viel größer sind als 32-Bit-Pointer. Darum haben wir Elasticsearch in mehrere Search-Slots aufgeteilt und jeder Knoten hat maximal 26 GB. Und das hat dazu geführt, dass wir eine Verbesserung von 30-40% hatten, nur dadurch, dass wir die Datenbank in mehrere Serverprozesse aufgesplittet haben. Wenn euch das interessiert, wie Java Memory-Sachen mit Elasticsearch macht, es gibt hier einen sehr guten Artikel, schaut ihn euch an. So, lasst uns mal die Ergebnisse anschauen. Was wir hier sehen, in Scibana ist eine Anzeige für Elasticsearch und hier haben wir die interaktive Möglichkeit, dass wir Grundübersicht über die AS, über autonome Systeme, die Struktur des Internets ist. Die meisten HTTP-Hosts von Amazon gehostet werden. Das nächstgrößte System ist Akamai. Akamai ist ein Inhaltanlieferungssystem, das größte auf der Erde. Und im zweiten Ring haben wir die BGP-Präfixe. So, wo die sind? Hier ist ein Slash 12 und hier ist noch ein 12 und ein Slash 13. Und im dritten Ring können wir sehen, oh, das ist Amazon, das ist dieser spezifische BGP-Präfix. Wir können uns auch anschauen, wie sind die Services da drin verteilt. Und das ist die Art und Weise, wie ich das Internet verstehe. Das Internet ist nicht über ein Länder, sondern über autonome Systeme, deren Präfixe und die internen Aufbauten von diesen Präfixen. Welche Services benutzen sie? Und hier sehen wir, dass Apache und Nginx benutzt wird und ein paar andere Server. Und wir können auch sehen, da ist ein großer Unterschied zwischen Amazon und Akamai. Bei Akamai können wir sehen, jeder Server in diesem Präfix hat denselben Serverbanner. Akamai, G-Host, immer. Wir sehen nicht, was da für ein Webserver ist. Wir wissen nicht, was es ist. Es ist ein Nginx, aber sie haben den Banner angepasst. Und hier können wir den Unterschied zwischen zwei AS sehen. Amazon ist ein Hoster und Akamai ist ein Content Delivery Network. Und darum haben sie eine heterogenere Struktur. Wir haben auf Amazon geklickt und jetzt können wir uns anschauen, wie sieht Amazon genauer aus. Wie ist Amazon aufgebaut? Und hier sehen wir die eigenen Präfixe. Die Serviceverteilung sind die Top 10 oder die Top 12 Präfixe und jetzt tun wir die Who-Is-Information dazu. Und jetzt wird es sehr interessant. Innen ist das AS, außen ist das Präfix, jetzt haben wir die Who-Is-Erklärung und den Who-Is-Präfix. Und wir sehen, dass Amazon ihr Netzwerk strukturiert. Sie haben ein Slash 12 und in diesem Slash ist ein Slash 26 in der US-Datenbank. Und wir können auch den Kunden sehen. Also hier ist es Okta Incorporation. Und hier sind die unterschiedlichen Amazon-Kunden. Und wir können uns anschauen, wie strukturiert Amazon ihr Internetbereich. Das ist der Kunde XYZ, das ist ein Who-Is-Präfix von Themen. Und jetzt können wir uns anschauen, wie sieht die Serverinfrastruktur innerhalb des Netzes. Wir teilen es in kleinere und kleinere Schichten. Wir sehen die Struktur eines autonomen Systems aus. Zoom ist ein Videokonferenzsystem und hier können wir uns sehen, welche Server sie benutzen. Wir können draufklicken, wie ist Zoom strukturiert, die bei Amazon gehostet werden. Sie haben auch
Nginx-Service und Zoom-Server und auch ein paar Nginx ohne Versionsinformationen. Und wenn wir die autonomen Systeme benutzen und PGP-Präfixe und Whois-Informationen, dann haben wir eine gute Idee, wie das Ganze aufgebaut ist und wie das Internet aufgebaut ist. So, jetzt nochmal zurück. Hier, lass uns mal OVH anschauen. OVH ist einer der größten europäischen Hoster und hier können wir auch den BGP-Präfix sehen, also nochmal im Präsentationsmodus. Und hier sehen wir, sie benutzen dieses /616 für dedizierte Server und sie benutzen das /18 davon für was anderes. Sie benutzen dieses /24 von einem anderen Netzwerk für Failover-IPs. Das heißt, wir sehen Infrastruktur, Informationen, wie organisieren sie sich das selber? Das wäre vielleicht interessant für einen Angreifer oder sowas. Und außerdem sehen wir, welche Services sie anbieten. Alle Failover-IP-Adressen haben denselben Webserver, der da drauf läuft. Und was wir außerdem sehen können, ist, welche Informationen benutzt OVS überhaupt? Größtenteils Apache oder Nginx. Und hier ist eine Liste von oben nach unten von der größeren, von der Anzahl. Jetzt haben wir ein komplett anderes autonomes System. Hier haben wir SSH, ein anderes Protokoll und können sehen, dass GoDaddy keine internen Informationen rausgibt. Alle Whois-Blocks sind gleich und sie haben denselben Namen wie das autonome System selber. Und außerdem, sehr interessant, sie benutzen überall in 90% der Services dieselbe OpenSSH-Version. Und so, wir können sehen, dass GoDaddy ein Hoster ist. Das heißt, es ist ein Webhoster, das heißt, sie managen, sind komplett anders gemanagt wie OVH oder Amazon oder Akamai. Also wenn wir uns das hier anschauen, dann sehen wir unterschiedliche Kunden und wenn wir die Whois-Informationen anschauen, kann viele Customer von Amazon haben. Wir haben Cisco, Samsung, Zoom und so weiter. Als nächstes, wir können auch anschauen, wie strukturiert Amazon seine AC2-Infrastrukturen, AC2. Viele Hosts in Asia Pacific, da haben sie ein großes /16 und wir können auch sehen, dass sie Airport-Abkürzungen für ihre Cluster benutzen. Also wir haben Dublin und wir können CDG, das ist Charles de Gaulle in Frankreich. Wir sehen FRA, das ist die Frankfurter und so weiter. Sehr interessant. Die ganze Whois-Informationen beinhalten sehr viele interessante Informationen, wie sie aufgebaut sind, wie sie die Firmen strukturiert. Und wir sehen auch, was sie mit ihren Subnetzen machen. Dann können wir auch noch ein paar weitere interessante Analysen durchführen. Ich habe gebeten, hey, sagt mir alle Microsoft IS 5.0. Was ist das Betriebssystem von diesen Servern? Es ist Windows 2000. Und dann habe ich der Datenbank gesagt, hey, erzählt mir die Subject Common Names, also die Namen, die Server-Host-Namen und die auf einem Windows 2000 Server laufen, also einem alten System. Und dann sehen wir, dass die Leute, es sind ein paar alte Server, ist noch nicht ausgeschaltet, aber dann können wir uns anschauen, auf der rechten Seite ist der Startdatum, wann das das Zertifikat gültig wurde. Und manche liefen seit einer langen Weile. Alte, vergessene Server bekommen keine neuen SSL-Zertifikate. Leute haben immer noch Windows 2000 Server laufen, die seit 10 oder 15 Jahren nicht mehr supported werden und sie kriegen neue Zertifikate. Und das ist für mich unglaublich, dass Menschen das machen. Außerdem ist es toll, dass diese Windows-Systeme noch am Laufen sind. Ne?
Okay, das, wo wir die dunkle Seite uns angeschaut haben. Was wir uns auch anschauen können, ist, dass wir ein paar Heartbleed-Analyse, das ist eine alte Datenbank, eine alte Sicherheitslücke in SSL, und ich habe der Datenbank gesagt, hallo, gib mir mal eine Information über alle österreichischen Regierungsorganisationen, die ein TLS-Zertifikat haben, das ein Fortinet-Zertifikat haben. Die sind alle Heartbleed-vulnerable. Und wir haben hier viele Informationen, das sind deutsche Informationen, das Büro des Direkts 1 und so weiter. Wir können sehen, das Zertifikat ausgestellt hat, Fortinet ist. Und rechts sehen wir die unterschiedlichen Versionen der Firewall. Das war ein Scan von 2017. Das habe ich das Ganze später gescannt. Und sie haben die Fortinet-Firewalls ersetzt mit Sophos-Firewalls. Und jetzt können wir dadurch, dass wir unterschiedliche Zeitschichten uns anschauen, unterschiedliche Sachen sehen. Wenn man Industrial Control Systeme scannen, das ist jetzt eine S7, sehen eine Distribution als eine Korrelation von den ökonomisch reichen Orten. Zum Beispiel die alte DDR, hier sind weniger SCADA-Systeme. Hier im Westen, im Norditalien, haben wir viele davon. Eine starker Bereich, und in Süddeutschland auch, in Südfrankreich auch weniger. Ähnlich wie Schottland und England. Man kann das ökonomische Wert Stärke vom Internet ablesen. Und wir sehen, das ist auch ein großes Problem, überall gibt es Industrial Control Systeme im Internet. Also Panda-Zahlen, ist Siemens, in S7 kommt größtenteils in Deutschland. Die nächsten Analysen. Ich wollte schauen, ob nach Heartbleed-Servern suchen. Im April 2017 und insbesondere in Afghanistan und im autonomen System, im Regierungsnetzwerk. Und das ist etwas, was ich so noch nie gesehen, so detaillierte WHOIS-Informationen habe ich noch nie gesehen. Das Netzwerk ist für die Kommunikation von 35 Bereichen in Afghanistan. Und jetzt ist die Frage, wer hat das Zertifikat ausgestellt, und es ist eine PFSense-Firewall. Das heißt, wenn wir diese Analysierung machen, zusammensetzen mit anderen Konfigurationen, kriegen wir sehr interessante Informationen. Ich bin sicher, dass die CIA sich das Ganze anschaut. So, jetzt das wirklich schlechte Punkt. In den WHOIS-Informationen ist viele interessante Informationen. Das ist die Kraftwerk XY und Z. Und hier sehen wir, das ist eine größere Kohlenkraftwerk, und wir sehen VPN-Endpoints, die HTTPS benutzen, und das ist eine Kapazität von ungefähr 5 Millionen Megawatt. Das sind ungefähr 1,5 Millionen Menschen. Es ist kein kleines Kraftwerk. Und jetzt, das Scan-Datum ist von 2018, wo wir die Daten herhaben. Im August 2018. Und wir können das sehen, dass das Zertifikat im Juli ungültig wurde. Es ist kritische Infrastruktur mit einem ungültigen VPN-Zertifikat. Ich habe sie kontaktiert, ich habe nie eine Antwort bekommen, ich habe ihnen eine E-Mail geschrieben, und ich habe im November nochmal nachgescannt, und immer noch, das Zertifikat ist veraltet. Und jetzt habe ich einen neuen Scan gemacht, und sie haben das Zertifikat im April 2019 geupdatet haben. Und das sind kritische Infrastrukturen, und das Leute sollten sich darum kümmern. Ich lebe in Deutschland, ich finde das nicht witzig. Jetzt ein paar weitere sehr interessante Analysen. Another power plant. Noch ein weiteres Kraftwerk. Klingt es gerade nicht. So, what we have here in the first, was wir hier sehen, ist, wir suchen jetzt nach Kraftwerk. And we can see, we have only here. Und hier sehen wir die AS-Namen, die BGP-Präfixe und den Server-Banner. Die finde ich eben in Shodan. Und jetzt wollen wir WHOIS-Informationen hinzufügen. Dann können wir sehen, ein paar
Dinge sehen, die deutlich interessanter noch sind. Dann sehen wir hier RWE, also den Stromerzeuger. Und hier sehen wir das Kraftwerk Niederhausen. Niederhausen ist das zweitgrößte Braunkohlekraftwerk in Deutschland. Es hat ungefähr 4 Gigawatt. Jetzt, was ist das für ein Service, den wir da am Endpunkt finden? Es ist ein LANcom VPN Gateway. LANcom in kritischer Infrastruktur ist an sich schon mal ziemlich gruselig. Dann sehen wir hier auch gleich, welche End-of-Life-Devices. Dann sehen wir doch mal, wie seit wann das outdated ist, beziehungsweise nicht mehr supported. Seit Mai 2010. Das heißt, seit 9 Jahren ist hier ein VPN-Gateway out of support und läuft immer noch in dem Braunkohlekraftwerk. Und wir können es immer noch live im Internet sehen. Toll, nicht? Thanks. Danke euch. So, now it's getting better, right? Let's look, which kind of cipher suite is it supporting? Welche Chiffren unterstützt es? Das heißt, es ist ein TLS-RSA mit RCA4. Das ist so alt, deswegen ist es nicht wahnsinnig überraschend, aber oh mein Gott. Wir haben kritische Gesetze hier in Deutschland. Unternehmen geben einen Haufen Geld dafür aus. Wie kann es sein, dass hier ein 9 Jahre altes VPN-Gateway am Ende in kritischer Infrastruktur läuft, das im Prinzip schon offen ist wie ein Scheunentor? Ich könnte jetzt noch 20, 30 Minuten so weitermachen mit den ganzen Daten, die ich habe, aber meine Frau sagt, ich muss aufhören, so viel Zeit mit den Daten zu verbringen. Und jetzt kommen wir noch zur Zusammenfassung und dann möchte ich mit euch noch ein bisschen die Ergebnisse diskutieren. So, summing it up. Also, um es zusammenzufassen, um Rohdaten von Scans mit BGP, WHOIS und sowas zu verwenden, ist extrem wichtig. Es gibt euch die Fähigkeit, richtig mächtige Abfragen über dem Internet zu fahren. Es ist sehr wichtig, dass ihr dabei die Topologie versteht, die Struktur der Netzwerke, und es ist sehr einfach, eure eigenen Scans, um die Daten anzureichern, zu machen. Dann könnt ihr verstehen, ob das zu einer Firma gehört, zu einer vielleicht sogar kritischen Infrastruktur oder irgendeinem Amt. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das? Hier ist nochmal mein Cheat-Sheet. Sucht euch euer eigenes AS mit 1024 IPv4-Adressen mindestens, eine Colo. Ihr dürft nicht schneller als 70 Mbit scannen, weil schneller macht eure Daten kaputt. Dadurch ihr braucht effektiv länger und ihr braucht mehr und ihr kriegt mehr Takedown-Notices und alle böse Anrufe. Ihr dürft das Internet in 90%, wenn ihr das Internet in 2 Stunden durchsucht, also mit ungefähr 200 Mbit pro Sekunde, mit einer einzigen IP, werden eure Daten zwischen 10% und 30% schlechter. Ihr solltet nur geroutete BGP-Präfixe durchsuchen. Das spart euch ungefähr 35% vom SYN-Traffic und eurer Zeit. Und bei remote ausführbaren Verwundungen wollt ihr relativ oft neu scannen, immer mal wieder. Und das spart euch nochmal 25% bis 50%. Thank you very much. If you want, danke euch. Wenn ihr mir eine E-Mail schicken wollt oder wenn ihr mich antwittern wollt, ich bin hier auf dem Camp, bin ich im Geraffel, im großen Zelt. Kommt einfach zu mir, wenn ihr euch dafür interessiert. Fragt mich, deswegen bin ich hier, um euch das zu erklären. Wenn jemand eine Scanner-Community aufsetzen will, die gibt es in den USA, hier gibt es sie leider nicht in Deutschland. Vielleicht bringt ihr ein Bier mit und dann können wir uns darüber unterhalten, und wie wir das scannen, und vielleicht haben wir auch noch mehr Informationen, die euch helfen können. Vielen Dank. So, die Übersetzung nähert sich dem Ende. Wenn ihr Feedback für uns habt
tweetet uns an @cfreelingo oder benutzt den Hashtag CFIT. Wir waren Kaste und Franz T. Und jetzt kommen wir noch zu den Fragen. Als erstes eine Frage aus dem Internet. Das Internet will wissen, ob es möglich ist, eure Scan-Daten zu benutzen, beziehungsweise ob ihr eure Ergebnisse irgendwo veröffentlicht. Im Moment veröffentliche ich meine Ergebnisse noch nicht, weil dieser Vortrag dafür gedacht war, dass jeder seine eigene Infrastruktur aufsetzt, sodass man nicht so viel Infrastruktur braucht. Ich habe relativ viel gebraucht, damit ich sehr, sehr viel Ports auf einmal scannen kann. Dieser Talk war nur dafür gedacht, dass ihr das selber machen könnt. Und diese Information ist in erster Linie für die Penetration Tester gedacht, damit sie die komplette Angriffsoberfläche der Firma sehen können, an der sie arbeiten. Und ich will nicht so einer sein wie die anderen, die damit nur überwachen, was die anderen Leute im Internet machen. Deswegen wollte ich euch nur die Informationen geben, wie man es macht. Ich mache ein Projekt in Italien, Massive Scanning, wo wir auch große Scans durchführen, und wir hatten dabei ein interessantes Problem, das ihr vielleicht auch hattet. Im Prinzip, diese Scans, die wir machen, sind nicht aggressive Angriffe auf Verletzbarkeiten. Im Prinzip ist es eher nur so ein Service Directory, was ihr da aufmacht. Und mein Problem war, dass nach einem Scan will ich im Prinzip die ganzen Endpunkte mit Vulnerabilities sehen. Also im Prinzip ein Indikator, ob der Service angreifbar ist oder nicht. Und mein Ansatz war, ein CVE-Matching zu betreiben, aber mir wurde von verschiedenen Leuten gesagt, dass der Anteil der Falsch-Positiven extrem hoch ist dabei. Da musst du nur gucken bei Debian, und da passiert relativ oft, dass wenn eine Vulnerability für 1.1 oder sowas von einer Software rausgegeben wird, also dann fixen sie den Service, aber sie erhöhen die Miner-Version nicht. Das heißt, du hast wirklich nur ein Potenzial, und dass da eine Verletzbarkeit ist, aber du kannst es dann versuchen, das auszunutzen, aber als Forscher ist das ziemlich mies, weil du weißt halt nie genau, ob es jetzt verwundbar ist oder nicht, weil das Banner im Prinzip unzuverlässig ist. Also es hängt ein bisschen davon ab, was ihr letztlich vorhabt. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Ich habe da auch noch keine gute Lösung für gefunden. Thanks for the talk. Danke für den Talk. Hast du schon mal drüber nachgedacht, IPv6-Präfixe zu scannen? Klar haben wir. Ist ein weiteres Forschungsprojekt, das wir am Laufen haben, vielleicht nächstes Jahr. Thank you. Danke. Any more questions from the audience or from the internet? Okay, weitere Fragen? Gut, danke, dann sind wir fertig. Großen Applaus für Johannes. Danke, dass du da warst. Damit verabschieden wir uns.